Gott. Oh mein Gott. Alter Scheibenkleister. Scheibenkleister. Und damit herzlich willkommen zum 500 Abonnenten Special. Und erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid einfach krass. Vielen Dank für euren sehr krassen Support. Auch für die vielen Aufrufe auf den Videos. Auch für die ganzen Kommentare. Und einfach nur vielen Dank dafür. Und was wir heute machen, ist ein Q&A. Und zwar beantworte ich eure Fragen. Ich hatte vor 2 Monaten oder so euch mein Video hochgeladen, wo ihr mir eine Frage stellen konntet. Und diese Fragen werde ich heute beantworten. Also ich hoffe, euch gefällt das Video. Und let's go. Dann kommen wir mal zur ersten Frage. Und zwar von Eisphönix. Willst du in deiner Redstone City ein IKEA oder vielleicht sogar einen Waffenladen bauen? Weiß ich nicht. Also Redstone City wird auf jeden Fall auch noch einige Videos übrigens zu kommen. Ein IKEA oder sowas werde ich wahrscheinlich bauen. Waffenladen weiß ich aber noch nicht genau. Aber IKEA oder sowas ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und dann zur zweiten Frage von Kamati Pro. Was ist dein Lieblingsbrawler, Lieblingspin, Lieblingsskin und wie alt bist du? Das sind 4 Fragen in einem. Fangen wir mal oben an. Was ist dein Lieblingsbrawler? Schwierig zu sagen. Also ich finde auf jeden Fall Leon ist ein richtig geiler Brawler. Amber auch, und jetzt mal nicht nur von den Legendären abgesehen, finde ich auch, dass Ems ein sehr starker Brawler ist. Dann dein Lieblingspin? Ganz ehrlich, kann ich gar nicht sagen, weil ich mich mit Pins gar nicht so oft beschäftige. Aber Lieblingsskin ist eindeutig Dunkler Lord Spike. Und wie alt bist du? Ich bin 12, kurz vor 13, also irgendwie in 2-3 Monaten bin ich dann 13. Und dann zu Frage 3. Justinson, die OP-Sprite schreibt, denkst du, du wirst mal die 1 Million Abos knacken? Kann manchmal auch 10 Jahre dauern. Also, sagen wir mal so, es wäre natürlich übelst extrem, ist einfach nur krank, aber ich glaube, so viele Videos, wie ich zurzeit hochlade, ist ja eben nicht so viel, dass es dafür echt, echt lange dauern würde. Aber wir sind jetzt schon mal bei 500 angekommen, deshalb habe ich auch das Special und auch nochmal dafür vielen Dank für euren Support. Dann geht's weiter mit Mika Brawlstars. Wie teuer war dein Setup? Ja, also wirklich sagen kann ich das nicht, weil ich noch nicht so ein wirklich gutes Setup habe. Selbst das Mikro ist jetzt nicht so das Beste, wird bald auch ein neues Mal kommen. Kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal ankündigen. Auch mit besserer Audioqualität. Ich weiß, die ist nicht so gut. Also kann ich nicht so genau sagen. Ich habe jetzt hier 2 Bildschirme und also ich denke mal so, geht in Richtung schon fast von 1000, die ich aber selbst nicht wirklich bezahlt habe. Also ja. Dann, Arta oder Arta Trickshot, was war das Peinlichste, was dir im Stream passiert ist? Das ist eine gute Frage, also mir fällt gerade erstmal so nichts ein, aber falls ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare mit dem Video und der Minute. Dann, JTAZone, wie bist du auf den Namen Timor Gaming gekommen? Ganz, ganz leicht, ich bin sehr unkreativ, weiß, ich wollte was mit Gaming machen, weiß, dass ich Timo heiße, hab den Namen kombiniert, fertig. Cool, Sniper, Gaming, was ist dein Ziel auf YouTube? Also eigentlich habe ich kein richtiges Ziel, also die 1000 Abos wären schon mal ein großes Ziel, aber eigentlich, finde ich, macht es mir immer am meisten Spaß, mit euch einfach gemeinsam zu streamen, also dass ihr mit am Start seid, also eigentlich sowas. Es geht mir eher nicht so wirklich um Abos oder so. Aber natürlich will ich nicht sagen, dass Abos jetzt unwichtig sind. Wieso hast du so viel Ehre? Keine Ahnung. What? What the fuck? Wie alt bist du? Ich bin 12 und fast 13. Denkst du, du wirst irgendwann mal Fame? Also ganz ehrlich, solche Fragen, da bin ich mir immer nicht so sicher. Also, da gehört schon einiges an Glück zu, aber erst dann glaube ich eher nicht. Dann, was sind deine Hobbys von Suffix Crocs? Ich mache Karate, nicht für alle, die es noch nicht wissen. Also, ihr kennt wahrscheinlich Judo, habt ihr wahrscheinlich schon mal von gehört, das ist sowas Ähnliches. Dann von Starkings, hast du eine Freundin? Ist immer die Frage, wie man es nimmt. Also, jetzt wirklich mit jemandem zusammen sein? Nein, tatsächlich nicht. Dann von Dore, ich habe die Frage, kannst du dich mal zeigen? Ja, es wird irgendwann wahrscheinlich mal kommen, aber es wird noch dauern. Also, ich kann noch nicht genau sagen, wann, es wird aber auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, aber vielleicht irgendwann mal. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich mega freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Stream oder Video, bis dann und ciao!